Direkt aus dem Panevskanal München-Pals Fußball-Weltmeister Manuel Neuer in Begleitung des ebenfalls noch verletzten Frank Ribéry am Krücken in den Audi Dome humpelt Brandtet bei Verlauf. Uli Hoeneß muss für die leicht verspäteten Starkicker seine Begrüßung auf der von Rekordzahlen und einem Schulterschluss der Bosse geprägten Jahreshauptversammlung des Bayern kurz unterbrechen, aber das macht der Vereinspräsident gerne, denn Hoeneß rühmt das Dohlzechte Bayern es in zwei Vertreter, die im Lauf jeder Jahre in diese Familie hineingewachsen sind. Sie haben das mehr san mehr verinnerlicht. In seiner Rede ein Jahr nach seiner Rückkehr ins Präsidentenamt preist der 65 Jahre alte Vereinspatron dann aber vor allem einen Mann Jupp Heynckes, den zurückgekehrten Triple-Trainer von 2013, den Wechsel von Carlo Ancelotti zu seinem langjährigen Freund Heynckes nennt Hoeneß einen absoluten Glücksfall. Es war die Nacht von Paris, die diesen Verein hell aufwachen lassen, sagte Hoeneß zu den sportlichen Konsequenzen, die der Verein aus dem 0-3 in der Champions League gegen Paris Saint-Germain gezogen habe. Es ist ein Glückszustand, dass es gelungen ist, Jupp Heynckes zu verpflichten. Seitdem eile der Rekordmeister von Sieg zu Sieg. Die Nacht von Paris habe auch dazu geführt, dass er persönlich mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge in der Führung des Vereins wieder zusammengefunden habe. Wir arbeiten wieder ganz eng zusammen, sagt der 65-jährige Hoeneß gemeinsam mit Sportdirektor Hasan Salihamidžić, der von den 1459 anwesenden Mitgliedern viel Applaus erhielt, werde er Rummenigge in Zukunft total unterstützen. Gerade auch nach außen, es schießt eine Kanone, die heißt Karl-Heinz Rummenigge, und Hasan und ich stehen dahinter und reichen ihm die Kugel, sagte Hoeneß kämpferisch. Rummenigge dankt in seiner Rede Hoeneß dafür, dass wir die tiefe Freundschaft erneuert haben. Hoeneß und Rummenigge sehen harte Kämpfer im internationalen Fußball auf den deutschen Top-Club zu kommen. Du spielst nicht nur gegen Vereine, sondern ganze Staaten, Katar, Abu Dhabi, ein russischer Oligarch und amerikanische Hedgefonds, sagte Hoeneß mit Blick auf die Finanzkraft von Vereinen wie Paris, Germain oder Manchester City. Rummenigge forderte mehr Finanzkontrolle durch die UEFA. Der FC Bayern kann nach wirtschaftlichen Rekordzahlen aber auch selbst in Zukunft weiterhin viel Geld in Top-Fußballer investieren. Der Bundesliga-Krösus setzte im Geschäftsjahr 201.617 nie zuvor erreichte 640,5 Millionen Euro um. Der Gewinn nach Steuern betrug 39,2 Millionen Euro, ebenfalls seine weitere Bestmarken nach 33 Millionen Euro im Geschäftsjahr 201.516. Unsere wirtschaftlichen Anstrengungen dienen vornehmlich nur einem Ziel, der Maximierung des sportlichen Erfolgs, erklärte Finanzvorstand Jean-Christian Dresen. Die FC Bayern München schüttet eine Rekorddividende von 16,5 Millionen Euro an die Aktionäre. Der größte Anteil geht mit 12,375 Millionen in den FC Bayern V. Der Verein hält 75% der Anteile, die weiteren 25% verteilen sich auf zu gleichen Teilen auf die Partner Allianz, Audi und Adidas. Rummenigge berichtete, dass der an Juventus Turin ausgeliehene Brasilianer Douglas Costa im kommenden Jahr fix für eine Gesamtsumme von 46 Millionen Euro zum italienischen Meister wechseln werde. Die Bayern-Profis werden 2018 wieder auf Partour gehen, diesmal in die USA. Wegen der FM im kommenden Sommer werden der Triperberg kürzer rausfallen. Nur zwei Spiele würden in Amerika bestritten. Wahlen standen auf der Versammlung nicht auf dem Programm. Vor einem Jahr war Hoeneß nach seiner Haftstrafe wieder zum Präsidenten des deutschen Fußballrekordmeisters gewählt worden.